herzlich willkommen zu meinem Let's Play Brink. Ich bin's, euer Wolf. Ja, wir sind hier im Anfangsmenü dieses wunderbaren Spiels, wie ich finde, gestartet. Ich bin immer noch so an Minecraft gewöhnt. Ich erstelle dann nochmal einen neuen Charakter. Vor 40 Jahren begannen wir mit dem Bau der Ark. Es war ein Traum, ein Experiment. Eine sich selbst versorgende Stadt der Zukunft. Aber dann stieg die See an. Wir mussten weg, doch unsere schwimmende Ark wurde trotzdem zur Zuflucht für Zehntausende. Um die Ordnung aufrechtzuerhalten, wurde die Ark geteilt. Und jetzt wird die Zeit knapp. Die Ark verschleißt. Kein neues Schiff oder Flugzeug kam in den letzten 20 Jahren an. Die neuen Gäste leben in Slums. Krankheit, Durst. Einige haben einen Widerstand gebildet und geschworen, die Macht zu ergreifen und draußen nach Leben zu suchen. Die Sicherheit meint, wir brauchen Ordnung zum Überleben. Nun, wirst du also die Ark retten oder von ihr flüchten? Nach diesem wunderbaren Einstieg mit diesem sehr schönen Video werde ich die Ark retten nehmen, weil ich das andere schon mal gespielt habe. Und nochmal zu dem Spiel, also ich finde dieses Spiel von der Grafik allein schon atemberaubend. Also schon super, ist zwar nicht so realistisch, wie es aussieht, aber es sieht einfach super aus. So. Dann retten wir mal die Ark. Ihre Befehle sind eindeutig. Lösen Sie das Problem friedlich und unterdrücken Sie diese Unruhe ohne Einsatz unnötiger Gewalt. Anwendung von tödlicher Gewalt ist die letzte, nicht die erste Option. Jegliche zivilen Opfer führen zu ihrer sofortigen Entlassung. Wir sind keine Barbaren, Captain Mokoena. Vor allem Sie sollten das wissen. Von tödlicher Gewalt freigegeben. Damit das ganz klar ist, Ladies. Captain, an Deck! Männer, zum Überleben brauchen wir Ordnung. Wir müssen die Ark retten. So, dann erstellen wir erstmal unseren Charakter. Nehme ich mal den Look. Hautfarbe nehme ich so mittel. Granate, Vorsicht! Packen! Mehrere Feinde entdeckt! Sanitätsposten vor Hackern geschützt! Haftbombe! Let's! Blendgranate. Ich war markiert. Diese Sprache. Ja. So. Wähle ich mir diesen Charakter aus. Dann mal gucken, wie wir sein Aussehen verändern können. Körpertattoos. Ah, dann erstmal. Ja, also wir müssen halt im Laufe des Spiels und durch besondere Missionen können wir hier halt mehr freischalten. Können halt auch beide Seiten spielen. Aber ich werde jetzt erstmal die Kampagne der Sicherheit spielen. So. Gesichtsbemalung. Das habe ich alles schon freigeschaltet. Dann machen wir mal erstmal nichts da. Oh, ich habe noch all mein Zeug aus meinem alten Speicher dabei.
Dann werde ich das Barett mal nehmen. Ich einfach mal das hier. General, super hübsch. Sieht ja alles perfekt aus. Ich werde mal einen schönen 3-Tage-Bart nehmen. Und kriegt dann noch eine Brille von mir auf. So. Nee. Tattoos im Gesicht. Nee, der ist ja kein Gangmitglied. Rituelle Narben auch nicht. Operationsnamen. Nehme ich mal das hier. So. Ja, ich möchte dieses Tattoo haben. Ich verklick mich andauernd. Erstmal. Sieht ja alles super hübsch aus. Nehme ich irgendein Tattoo. Dü-düm, dü-düm. Nee, dann nehme ich erstmal nichts. So. Dann habe ich hier halt schon einiges freigeschaltet. Nehmen wir mal. Erstmal, ja. Erstmal so eine einfache Panzerweste. Ich mache jetzt auch mal eben schnell. Ich will nicht noch mehr Zeit verplempern. So. Das reicht dann noch. Erstmal, ja. So. Dann die Waffen. Habe ich halt dann auch schon freigeschaltet. Allerdings werde ich jetzt erstmal so mit den Einstiegswaffen kämpfen, die man eigentlich hat, und auch noch keine der vielen Erweiterungen dran machen. So, damit ihr das mal seht, wie das so am Anfang abläuft, so. Ja. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ah, ich habe noch keine Level-Credits. Ach so, ja. Denn noch eine Zweitwaffe. Ich auch mal. Ich glaube, ja. Die hat man auch schon. Dann nehme ich die auch mal. Finde ich auch eine sehr nette Waffe. So. Dann spielen wir mal die Kampagne 1. Solo, Schwierigkeit normal. Ich bin nicht so der Überpro in diesem Spiel. Haben ein Mitglied des Gründers. Sie halten es für Sie das Center des alten Aquariums fest. Die Uhr läuft. Um den Rat zum Handeln zu zwingen, hat Chen der Geißel Nervengift injiziert. Sie wird noch in dieser Stunde sterben, wenn sie nicht behandelt wird. Wenn Sie sie nicht rechtzeitig befreien können, ziehen Sie sich zurück, um Verluste zu vermeiden. Wir müssen beweisen, dass wir die Gründer schützen können, sonst wird es weitere Entführungen geben. Wenn die Gäste glauben, wir können sie nicht beschützen, verlieren wir unsere Legitimität. Und wir verlieren die Ark. Gehen Sie dort rein, neutralisieren Sie die Terroristen und bringen Sie den Mann unverzüglich in Sicherheit. Ihr habt den Captain gehört. Keine Gefangenen. Scheiß Gäste. Es
sind doch nicht alle Gäste, Mann. Es ist Chen. Er führt sie doch nur dahin, wo sie eh hinwollen. Erst Demonstrationen, dann Aufstände, jetzt Entführungen. Was dann? Ich sag ja nur... Wo gehen wir nochmal hin? Visitor Center der Fischzucht, als es noch Touris gab. Und Fische! Bringen wir es hinter uns. Entsichern. Los geht's. So, nach diesem unglaublichen Einführungsvideo geht's jetzt los. Wir müssen jetzt los, die Tür zerstören. Also, dieses Spiel ist für Leute, die es nicht kennen, so ähnlich wie Battle. Wie, naja, es ist so wie die meisten Multiplayer in den meisten Spielen. Also, wenn man stirbt, startet man neu. Und nicht so bei Call of Duty oder so. So. Außerdem gibt es verschiedene Klassen. Ich habe jetzt den Soldaten. Der hat auf X die besondere Fähigkeit, dass er sich Munition holen kann. So. Und dann setzen wir gleich mal eine Ladung an die Tür. Die müssen wir jetzt verteidigen. Solange bis die Zeit um ist. Die da oben zu sehen ist. Ja, also es gibt sonst noch Klassen halt Medi, Techniker, die könnten das jetzt zum Beispiel abbauen. Und Spion. Ah, shit. Ja, also man kann entweder wieder zurück zum Startpunkt gehen, wenn man stirbt, oder warten, bis ein Medi ein und vom Medi geheilt wird. So. Das ist meine Zweitwaffe, wirklich meine Zweitwaffe drauf. So. Ich bin nicht der beste Schütze, muss man dazu sagen. Ich bin wirklich nicht gut. So. Jetzt zum Beispiel habe ich eine Spritze bekommen und kann mich heilen. Von einem Medi. Man sollte aber nur möglichst nur spawnen, wenn auch irgendwelche Freunde in der Nähe sind, sonst wird man sehr leicht abgeschossen. Okay, das war knapp. Sonst noch zu sagen zu dem Spiel, ja. Man sollte nicht so reinlaufen und von allen umgebracht werden. So, jetzt ist zum Beispiel sehr hoch die Wahrscheinlichkeit, dass ich sofort umgebracht werde. Ist nicht passiert. So. Ich habe wieder meine Erstwaffe. Mach ich mal hier die Ladung dran.